Und damit grüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Skandinavien. Yes, wir sind wieder da. Und wir haben mal wieder einen spannenden großen Krieg zur Abwechslung gegen Spanien, Portugal, Algerien und noch irgendwie hier Sind und dem Mogulreich. Sonst noch irgendjemand? Savoyen, genau, hier, Savoyen, so. Genau, ja, das wird ein großer Krieg. Ich habe jetzt gerade, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, schon mal ein kleines bisschen nachgeguckt, ja, was hier so abgeht. Und wir haben ein Problem, weil, also Portugal und Spanien zusammen, flottenmäßig, könnten wir, denke ich, noch besiegen. Aber die sind auch noch verbündet mit Großbritannien. Das heißt, wenn Großbritannien da jetzt noch einsteigt, dann wird das schon hart. Na, gucken wir mal. Was bist du hier? Du bist ein Dreidecker. Warum stehst du hier rum? Warum ist hier... Da ist ein Schiff zu viel. Na, egal. Okay. Hier hinten habe ich meine Männer schon auf den Weg gebracht, ne? Ja, die fahren. Hier meine Schiffe. Hier könnt ihr euch mal verbinden, damit ihr hier nicht einfach vernichtet werdet. So. Dann... rufen wir mal noch unsere Verbündeten hier in den Krieg. Böhmen ist schon dabei. Bayern und Lothringen noch nicht. Die rufen wir jetzt noch rein. So. Hier zack. Und zack. So, damit sind die auch dabei. Und dann bringen wir mal hier unsere große Flotte in Stellung. Was bist du für einer? Ach, du bist der, der in Lübeck handelt. Okay. Gut, wie viel Geld kriegen wir dann? 75. Das heißt, wir können, denke ich mal, diese beiden hinteren Handelsflotten hier abziehen und mit unserer großen Flotte zusammen hier die norwegische See blockieren, damit uns hier keiner belagern kann. So, Ulm, er ist im Militärbündnis mit Bayern und ist jetzt im Krieg mit Spanien, Algerien, Mogulreich, bla 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 bla. Okay, das heißt, das sind irgendwelche Vasallen oder so. Okay, Polen hat unseren Militärzugang aufgekündigt. Und wir werden angegriffen. Kutsch. Kutsch, Kutsch, Kutsch. Nee, nicht J. Kutsch. Ah, hier unten. Okay, ah ja, ich erinnere mich. So, mal gucken, ob wir sie vernichten können. Wir haben ja beinahe keine Moral mehr. Joa, wo fliehen sie jetzt hin? Nach Großbritannien. Nee, noch. Hier zum... Mogulreich, aber ich habe keinen Diplomaten. Erst in einem Tag, so. Okay, da verfolgen wir sie mal. Okay, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz überlegen. Wir brauchen jetzt mal hier unsere Flotte. Und was machen wir mit der Armee, mit unseren Armeen hier? Ist jetzt die Frage, ob wir die jetzt hier landen sollen oder ob ich die benutzen soll, um hier in Spanien zu landen. Wie viele Truppen haben die denn auf Land? Spanien. Insgesamt 130.000. Damit haben sie sogar mehr als wir, interessanterweise. Ja, Österreich hat noch ein bisschen mehr. Ja, 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 ja. Das ist ein kleines Problemchen. Ja, ich denke, das ist nicht so klug, dort zu landen. Das könnte uns unsere kompletten Armeen kosten. Das heißt, wir lassen die mal lieber hier zum Verteidigen und schicken eine nach Amerika. Und zwar am besten diese hier hinten. Weil die ist am wenigsten nützlich. So viele diplomatische Beziehungen. Was... Achso, der Militärzugang, ja. Klar. Okay. Ja, nehmen wir mal hier den Kolonialreichweiten-Typi. Handelsflotte Ostsee ist angekommen. Ja. Ganzen Schiffe sind da. Haben aber keinen Admiral. Das ist schlecht. Den brauchen wir schon. Pause. Ulrich Gustafsson. Naja, es geht, könnte besser sein, aber naja.
So, den machen wir mal hier auf die Großkampfschiffflotte. Und dann kann er wieder rausziehen. Ja, ja, ja. Die Großkampfschiffe sind leider immer einen Tag langsamer als die restlichen. Das ist ein bisschen doof. So, dann gucken wir mal, was geht hier ab. Genau. Karibikflotte. Nordamerika. Okay. Gut, dann werden wir mal hier hinfahren. Einfach nur ein bisschen zu blockieren. Und mit euch laufen wir auch hier hin. Ins portugiesische Gebiet. Und hier hinten haben wir wieder gewonnen. Gucken wir mal, die fliehen jetzt nach dort. Nach Kutsch. Wie sieht unser Gewaltmarsch aus? Wir wollen ja der Verteidiger sein, ist immer besser. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, die dritte Armee von Novgorod ist da angekommen. Genau, du. Wo senden wir dich denn jetzt hin? Ohne dass du zerstört wirst am besten. Ich denke mal hier hin ist. Also hier nach Nordamerika. Ist relativ ungefährlich, wenn es da angekommen ist. Können wir es dann immer noch weiter schicken. Dann ganz kurz. Wir haben doch hier hinten auch Truppen. Achso, nee, das sind ja die, die jetzt hier stehen. Ganz stimmt ja, ganz vergessen. Wir kriegen ja 1% Verluste pro Monat. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich will nicht meine ganzen Truppen da jetzt verlieren. Von daher gucke ich mal. Da sind 12.000 Soldaten des Mogulreiches. Okay. Und sie greifen uns hier wieder an. Gucken wir mal. Ja, sie sind halt deutlich mehr als wir. Das ist ein Problem. Bei uns kämpft nur noch ein Regiment. Okay. Okay, ja, die Armee ist jetzt zerschlagen. Das war klar, dass das irgendwann passiert. Oh. Oh, oh, oh. Da ist schon mal was Dickes, Böses passiert. Okay, greifen wir ja gleich mal an. Hab vergessen, die eine Lübecker Flotte da wegzuziehen. Jetzt haben wir 30 Schiffe verloren. Das ist uncool. Sehr uncool. Müssen wir gleich nachproduzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sehr schön. Okay, die Flotte wird nachgebaut. Hat uns auch kaum Geld gekostet. Also von daher passt das ja soweit. Oh, meine Großkampfschiffe sind noch nicht da. Na, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich müsste unsere Flotte das gewinnen. Allein, weil wir so viele Großkampfschiffe haben. 54. Nee, stimmt doch gar nicht. Das sind doch nur 35. Also wahrscheinlich noch irgendwelche verbündeten Flotten dabei gewesen. Okay, geht ihr erstmal in den Hafen zum Reparieren. Mein Transportflotte ist hier auf dem Weg. Relativ safe momentan. Was machen die Iren? Die laufen hier in nach Süden. Handelsflotte, Handelsflotte, Handelsflotte ist da. Okay. Gucken wir mal. Ja, die ist leicht angeschlagen. Die anderen beiden haben, glaube ich, ein bisschen mehr abbekommen. Ja. Als sie noch alleine kämpfen mussten. Guatemala stehen 4 Großschiffe. Naja, das ist nicht so tragisch. Was ist das hier für ein Vor? Ein 1er Vor. Da können wir Sturmangriff machen. So, das ist unsers. Ja. Hier mit 6000 mache ich lieber keinen Sturmangriff. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ach, die haben sich jetzt hier unsere Armee angeschlossen. Na super. Das nützt uns recht wenig. Polen schloss ein Bündnis mit Bayern. Das ist aber uncool. Großbritannien schloss Frieden mit Hindustan. Großbritannien tritt Kernprovinz Rio de Oro an Frankreich ab. Zahlt Dukaten. Aber sie haben nicht das hier zurückgefordert. Komischerweise. Ja, sie haben wahrscheinlich nicht genug Kriegspunkte. Und jetzt sind sie hier im Krieg mit Ming und Assam. Haben deswegen
so schnell wie es geht den Krieg beendet. Ja, wo fahre ich mit euch denn jetzt hin? Hier nach unten, nach Madagaskar am besten. Damit ihr euch ein bisschen erholen könnt. Genau, ich glaube, wir schicken die mal beide zusammen, dann können wir da leichte Sturmangriffe machen. Und wir können tacken. Ja, machen wir das mal. Der Krieg wird noch eine Weile dauern. Bis zum Ende dürften wir wieder genug haben, um Kernprovinzen zu erstellen. So, ganz kurz. Was nehmen wir denn jetzt? Ja, hahaha. Was sind wir denn momentan dabei? Expansionistisch, genau. Ich denke, ich werde jetzt erstmal innovativ nehmen und danach nehmen wir Seemacht als nächstes. Ja, ich denke, das ist ganz gut. So. Innovativ ist eigentlich immer ganz gut, schon allein wegen den weniger Technologiekosten und den weniger Beraterkosten. Das ist echt ziemlich cool. Da spart man teilweise 40 Dukaten im Monat, weil man es nicht mehr an die Berater zahlen muss. Das ist echt nice. So. Ein neuer Herrscher in Portugal. Wo ist unsere Flotte? Hier. Da stehen Portugiesen in Swahili. Interessant. Okay, wir sind wieder innerhalb unserer Versorgungsreichweite. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie sieht es denn hier auf Land aus? Sieht so aus, als würden die Bayern und Lothringer und alles da gewinnen gegen die. Und es sieht auch so aus, als würde Großbritannien nicht in den Krieg gegen uns ziehen, was ich äußerst angenehm finde. Unsere ganzen Schiffe hier sind fertig. Das heißt, wir sammeln die jetzt mal hier alle ein. So. Wenn ich weiß, wie das geht mit der Umschalttaste. Und dann kann man hier die ganzen Schiffe einsammeln. Genau. Und dann mal alle nach Gotland. Auf geht's. Die Mittelamerika-Armee ist da. 10. Flotte. Ja, das sind unsere ganzen kleinen Flotten da jetzt. So, die lassen wir erstmal wieder ein bisschen wieder auffrischen, bevor wir da den nächsten Sturmangriff befehlen. Ja, unsere ganzen Flotten sind angekommen. Ja. Oh, warte, stopp. Da war die Transportflotte in Europa angekommen. Und die Ostasienflotte ist auch angekommen. So, ja, da hier jetzt noch keine weiteren Truppen sind, schicke ich mal die hier, keine weiteren Schiffe. Fange ich mal hier an, in der Karibik zu belagern. Mit dieser Armee. Da sind Flotten da, 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 da. So, wie sieht es hier aus? Ihr seid jetzt hier, genau, ihr repariert euch. Ihr füllt euch wieder auf. Hoffentlich möglichst schnell. Und hoffentlich sind bald mal unsere Kernprovinzen fertig, damit die Überdehnung weggeht. Nicht, dass wir jetzt auch noch Revolten kriegen, das wäre jetzt suboptimal, wenn man das mal so sagen darf. Ah, da habe ich ein paar Schiffe vergessen. Und ich sehe gerade, das ist ein Schiff zu viel. Dann lösen wir das mal auf. So, auf geht's. Wir sind schon bei 10%. Das Problem ist, wir haben noch nicht das Kriegsziel. Wir müssen hier mal noch eine Flotte hinbringen, eine Armee hinbringen. Eine größere, um die 20.000, damit wir da mal ordentlich belagern können, sonst verlieren wir 25 Kriegspunkte. Das wäre schlecht. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Okay, das wieder auflösen. Da habe ich diesen einen Zweidecker eingesammelt, Dreidecker eingesammelt, den wir da per Event bekommen haben. Okay. Ja, ich bin am überlegen, ob ich gleich mit der Flotte hier nach Indien fahren soll. Wäre vielleicht gar nicht mal dumm. Weil eigentlich ist hier momentan alles unter Kontrolle. Kultur geändert, Kultur geändert. Okay. Aber wenn wir irgendwo mehr Truppen brauchen in Europa, dann können wir ja da einfach Söldner ausheben ohne Ende. Wir haben ja Geld en masse. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal mit diesen Flotten hier in Richtung Asien. Ich fände das cool, wenn man die hier aneinander anknüpfen könnte, sodass sie gleich schnell sind, ohne dass sich der Name verändert. Weil jetzt seht ihr hier, die kleinen Schiffe sind am schnellsten und die Transporter und die Großschiffe sind langsamer. Das ist halt ein bisschen doof.
Ja, das ist echt ziemlich doof, um genau zu sein. Aber es geht nicht anders, von daher. Wenn wir angegriffen werden, sehe ich das, denke ich, und dann passt das schon. Hier sind 5000 Spanier, die unsere irländische Provinz hier belagern. Das ist schlecht. Wie sieht es hier aus? Ja, hier könnt ihr mal einen Sturmangriff machen. Genau, und dann einen Monat auffrischen. Und dann geht's weiter. Ah, hier, die Niederländer kommen hier echt runter. Die sind ziemlich schnell. Scheinen auch zwei oder drei Kolonisten zu haben. Das ist ärgerlich, aber das ist jetzt nicht so relevant momentan. Hier müssten wir irgendwo hinkommen. Irgendwie hinkommen, nicht irgendwo. Gucken wir mal, holen wir uns mal hier Militärzugang. In Frankreich, genau. Und dann kannst du mal hier durchlaufen. Hier müssen wir unser Militärzugang wieder aufkündigen gleich, sobald unser Diplomat wieder da ist. Kurland ist fertig. Interessant. Das ist schön. So, Fisch wird produziert. Okay. Joa, die sind ja alle am Kämpfen, meine Verbündeten. Das finde ich gut. Und wir gucken mal, da ist eine große Flotte. Die greifen wir, denke ich, mal an. Nehmen wir noch diese hier mit dazu. So. Was blockieren die hier? Gar nichts. Die stehen einfach nur rum. Keine Ahnung, was die vorhaben. Hm. Ja, verbessern wir hier mal irgendwo die Beziehungen. Ja, machen wir mal hier bei Polen. Die hassen uns ja ganz schön unnötig. Polen könnte ich vielleicht sogar irgendwann meine Dingens machen, eine Staatsehe. Und sie dann vielleicht in meine Dynastie bekommen. Das wäre cool. Dann könnte ich sie nämlich, ja. In eine. Entschuldigung. Da könnte ich sie eventuell in eine Personalunion bringen. So, ich bin hier jetzt schon wieder über dem Zeitlimit. Ich hoffe, ich hat die Folge gefallen. Es geht so langsam voran, weil man bei so einem großen Krieg Nummer nicht auf Stufe 3, 4 spielen kann. Das ist nicht möglich bei einer Kolonialmacht. Da ist schon Stufe 2 nötig. Gut. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weiter unseren riesen Krieg führen. Bis zum nächsten Mal.